Bruder, ich bin so, dies, das, ich komme nach Hause, dies, das, gell? Ich bekomme Song geschickt, Master, Mamas Tränen, Master. Master ist die letzte, dieses Master ist fertig. Fertig zu 100%, okay? Master. Eigentlich Master, gell? Du kriegst es immer so über Dropbox-Link oder irgendwie, ja, nee, ist besonders. Master ist besonders. Kriegst du über Dropbox-Link oder so, gell? Ich krieg's einfach als Audio von WhatsApp, also weitergeleitet. Ich hör mir das an. Digga, ich will eigentlich nicht so viel leaken, aber ich muss, damit ihr mich versteht. Guck mal, ich muss kurz das Lied ausmachen. Passt auf, jetzt wird Arena, jetzt fuck ich mich wieder ab, wie gestern. Bruder, wir haben den Song und vor dem Song ist zum Beispiel ein Piano. Dieses Piano ist dieses Piano hier. Ich muss jetzt einfach, ich muss euch das kurz erzählen, weil es hat mich gestern so aufgeregt, gell? Ich war gestern nochmal 7 Stunden im Studio, um einfach diese Probleme zu fixen. 7 Stunden gestern noch, bis 4 Uhr oder 5 Uhr morgens war ich im Studio, um die Probleme zu fixen. Am Anfang des Songs ist dieses Piano. Hier. Haben die aber nicht reingemacht, Bruder. So, das war das erste. Wala, wollt ihr sehen, wie ich mich abgefuckt habe? Ich habe ABK gezeigt, ey. Bruder, eigentlich, ich will nicht so Sachen leaken, aber Bruder, ich muss, damit ihr mich versteht, warum es auch keinen Stream gestern gab. So, okay. Erstmal, Bruder, ich war geschockt. Ich war Schock. Ich habe mir gedacht, das ist irgendeine Mischversion oder sowas. Bruder, Chat, guck mal, Walla, wäre ich gestern nicht hier hingegangen, gell? Ihr hättet Mamas Tränen erst im Juni bekommen oder so, ich sag euch ehrlich. Walla, ihr hättet... Ilmohim, ich hab's gestern noch geklärt. Ich hab's gestern noch geregelt, ich hab's gestern noch hinbekommen. Das kann ich euch schon mal sagen, es ist geklärt so, ja? Und Bruder, ich sag euch ehrlich, selbst wenn mal eine Adlib nicht richtig stimmt oder so, ich bin auch gar nicht nachtragend oder so, gell? Aber als ich den Song gestern gehört habe, den der mir geschickt hat, Cousin, guck mal bitte, was ich geschrieben habe. Bitte, guck mal. Schreib ihm, Bruder, wo ist das Piano? Ich höre nochmal. Schreib ihm, Bruder, Walla, was ist das? Schreib ihm, nein, Abo, was ist das? Abo, Bruder, Flop. Bruder, ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, Mix auf Hook ist Katastrophe. Einstieg in Parts sind Katastrophe. Muss neu gemacht werden. Schick mir die gemischte Version. Ist das die gemasterte Version? Weil ich war geschockt, Bruder. Man kriegt die eine gemasterte Version nicht so. Voila, tun sie alle. Einfach, die erste Version war einfach besser. Die erste Version war, auf die wir Video gedreht haben. Zwar die... Guck mal, wir haben aufgenommen und nach 3 Minuten machst du so einen Rough Mix. Das ist 3 Minuten, nachdem du aufgenommen hast. Da ist nicht viel drauf. Da sind so 1, 2 Sachen drauf und die Sache ist fertig. Bruder, wie tot. Bruder, der Übergang von ABK, von Hook zu ABK, sein Part, ein Prank. Bruder, Walla, ich dachte hier, der Kelvin von Prank Bros ruft mich an. Bah, Prank. Ich rap, gell? Ich rap, die Hook, ich schieße für Mamas drehen. Auf einmal ABK, sein Part, fängt einfach in Hook an, Cousin. ABK, sein Part, fängt in der Hook an. Ich dachte, Prank, Bruder. Walla, ich dachte, du hörst einfach meine Stimme. Ich sag noch so, schieße für und er fängt schon an zu rappen. Er rappt schon, er ist schon fast fertig. Ich sag, Bruder, es ist ein Prank. Einfach Beat auch nach 8, tot geworden nach 8 Zeilen. Nach 8 Zeilen hatten wir so eine Gitarre drinne, die so ein bisschen mehr, so eine Steigerung drinne hat. Die wurde einfach rausgenommen, Cousin. Dann schreibe ihm, bitte sag, das ist ein Prank. Ihr habt die Version für Sterbehilfe gemacht. Ja, nee, ich habe gedacht, die haben sich irgendwie so, die wollten sich sozial engagieren. Es gibt ja Leute, die Sterbehilfe so in Anspruch nehmen so. Und ich habe mir einfach gedacht, ey, vielleicht wollen die, dass die Leute sich keine Spritze mehr geben, sondern dass die einfach diese Version hören und dann Safi. Dann Safi, direkt Hölle. Ich weiß ja nicht. Diese Modus war ich, Adredis. Und dann, ja, nee, warum ich gestern ins Studio gegangen, warum ich gestern nicht gestreamt habe.
Und dann, Bruder, wallah, ich war so abgefuckt, gell. Ich war so abgefuckt, gell. Ich hab mir gedacht, Bruder, warum bei jedem anderen Song, scheiß auf jeden anderen Song so. Bei jedem anderen Song, scheiß drauf. Warum Mamas Tränen? Warum? Warum? So, ich gehe ins Studio. Ich setze mich dahin. Ich sag ihm, mach bitte die Version auf, mit der ich Video gedreht habe. Er sagt, Bruder, die Version, mit der du Video gedreht hast, ist komplett roh. Da ist nichts gemacht. Nix. Ich sag ihm, Bruder, die Version, die ist geil. Arbeite mit der. Dann kam jemand anderes dazu, ein Musikingenieur. So, oder Tontechniker kam dazu. Der hieß Mark. Der hat sich dahingesetzt mit mir. Bruder, von 22 Uhr bis 4:46 Uhr oder so. Von 22 Uhr bis 4:46 Uhr haben wir jede einzelne Spur neu gemischt, bis ich gesagt habe, Alhamdulillah, es gefällt mir. Und dann konnte ich schlafen gehen mit einem Lächeln. Dann hat es mir super gefallen und ich bin schlafen gegangen mit einem Lächeln. Aber es war eine sehr, sehr, sehr schwierige Geburt, Adredis. Es war eine sehr, sehr, sehr schwierige Geburt, Digga. Aber wir haben es hinbekommen. Und ja. So, Patron 931, 15 Monate. Edler Typ, 13 Monate. Du billiger Hase. Ali Bu, Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen, vielen Dank. Salam, Aleikum Salam. Und Elvir, mein Bruder, Herz, Dankeschön für den Verschenkten, Digga. Hauptsache, es ist alles wieder gut. Ja, es ist alles wieder gut. Wir haben das jetzt so in den Griff bekommen. Der Song ist nice, der ist sehr, 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 sehr geil. Aber es waren halt unnötige Kopfschmerzen. Wisst ihr, Adrelis, es waren echt unnötige Kopfschmerzen, Digga. Es war vollkommen unnötig, Digga. Was ist das für ein Anzug? Das Lacoste-Anzug, Cousin. Ja. So, auf jeden Fall. Sammy, Dankeschön für 11 Monate. Nee, doch. Stufe 2. Alhamdulillah. Wow, Digga. Wichtig. Besser als erste Version. Bruder, das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, es wird Leute geben, die sagen, Mamas. Also, guck mal. Ich finde es besser als die erste Version. Sage ich euch ehrlich. Okay? Aber ich achte auch auf andere Sachen, als ihr achtet. Ich achte auf ganz andere Sachen. Ich finde es besser. Es ist halt schwer. Guck mal, Chat. Mamas Tränen, gell? Das ist jetzt kein Song wie Ghetto. So. Mamas Tränen ist ein. Bruder, Walla, ich will mich nicht pushen, aber das ist ein Legendenstatus-Song, so. Verstehst du? So, wenn ein Song so über 5 Millionen Klicks gemacht hat, dann ist der schon. Der ist schon schwer so zu toppen. So, weißt du? Weil die Leute haben so ein Bild sich eingebrannt. Wisst ihr? Aber ich finde den besser, Digga. Ich finde den besser, Digga. Ja, emotionaler Song ist Mamas Tränen auch nicht. Guck mal, Achi, ich baller. Der erste. Ich will Konten in Schweiz, deshalb Roy Dick Abrada mit Plombe 03 Digi-Kombis verteilen. Ich kenn die Hood Bra, denn ich bin noch mehr Fuchs als das Bandicoot war. Ich weiß nicht. Emotional weiß ich nicht. Dann so diese eine Zeile, diese leicht, diese bisschen tot, ja, mein Magazin ballert, denn zu deinen Füßen liegt Paradies, Mama. So, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es so emotional war. Es ist eher frech gewesen, aber so frech, keine Ahnung, wie ich es erklären soll. So, und der nächste Song ist auch, also ist identisch eigentlich. Sag, Achi, ich baller, trag das Die Baller Trikot, denn ich komme von Straße wie Kitama Kilos. Tijara, Ey, denn ich bin kein schlechter Kerl. Du musst nicht putzen und brauchst auch keinen Wecker mehr. Ja, wird lustig. Ich freue mich drauf, Bruder, einfach. Auch das Video ist geil, Digga. Weißt du, eine Sache muss ich euch sagen. Das sind einfach so Szenen wie ABK noch so kleines und so. Wisst ihr gar nicht, wie süß, Walla. Das wisst ihr gar nicht, wie süß, Digga. Das wird nice, Digga. Das wird nice. Das wird sehr, sehr, sehr nice. Ich mache die ganze Zeit Stress bei ABK, dass er dieses Ding raushauen soll. Dieses eine Video, was wir eigentlich gedreht haben, was jetzt rauskommen soll.
Ja. Papa Amiri hat Video gemacht, Teil 2. Können wir gucken. Mersau, Dankeschön für 200 Bits. Nick44, Dankeschön für 6 Monate. Wir hatten noch keinen Geschenkten heute, weil ich denke, ich habe einen neuen Ding reingemacht. Einen neuen Alert reingemacht, aber ich weiß nicht, ob er drin ist oder ob es nicht. Ihr wisst scheiß drauf. Sam Heyer war auch Baba. Sam Heyer ist emotional gewesen. Ja.